Um mit dem Scharfschützen von Level 3 auf Level 4 zu kommen, müssen wir 20 Gegner mit Scharfschützen oder Präzisionsschützengewehr töten, 3 Gegner töten, während wir den Atem anhalten und 2 Gegner mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr aus mehr als 150 Metern Entfernung töten. Ich habe mir hierfür die Trainingsanlage in der Restricted Area 1 ausgesucht, Sperrgebiet 1. Hab leider natürlich das Pech, dass hier niemand steht. War ja klar. Ist auf jeden Fall mehr als 150 Meter entfernt. Aber gut, wir werden andere Orte finden. Beziehungsweise nicht Orte, sondern ja, hoffentlich Gegner finden, die weit genug weg sind. In diesem Spielstand hier habe ich natürlich die Tarnung noch nicht von Operation Motherland, aber ich denke, wir kommen klar. Aber wir sind auch genug Gegner. Oh, nicht doch einer? Ne, da ist niemand. Einfach keiner da. Das ist nicht weit genug entfernt. Was macht er denn jetzt? Hä? Warum hat der jetzt den Schalldämpfer abgeschraubt? Ist der high? Ich habe gar nicht die Taste dafür gedrückt. Auf jeden Fall nicht bewusst. Warum guckt er immer so weit runter? Was soll das? Wie weit ist das? Ja. Ey, da hinten wäre weit genug weg, aber... Ohne hier könnten wir nehmen. Und Feuer. Bam. Das war Gegner Nummer 1, der für alle 3 gezählt hat. Drohne mit dem Wolf rum. Mal hier rüber. Ja. Ich sagte, gehen wir mal hier rüber. Oder auch nicht. Checken. Gut. Da hinten ist noch eine Drohne. Ach Mann. Weit genug weg? Nein, die ist weit genug weg, aber gerade hinterm Gebäude verschwunden, leider. Scharfschütze muss man ja auch generell immer viel Geduld haben. Nicht mehr weit genug weg. Ist noch ein Gegner irgendwo. Oder sind die Teamkameraden? Das kann natürlich auch sein. Das so Balava machen. So, gut. Die Drohne fliegt wieder nach hinten. Warten wir mal, bis sie da hinten wieder um die Häuserecke kommt und dann ist sie weggesnackt. Atem anhalten und... Bam, Nummer 2. Gut, waren die beiden? Ach, das war Fury da unten. Oh, ansonsten nur noch einen mit Atem anhalten. Nehmen wir den Wolf. Ach du Scheiße. Upsi. Ja, sowas. Ich benutze mal die Klassentechnik. Ich hoffe, die brauchen wir nicht für die nächste Herausforderung. Oder sie ist zumindest bei der nächsten wieder. Alter, bleib stehen! Ach du Scheißding, Mann! Hui, wir wurden entdeckt, nice! Gut, das waren zumindest die. Das Ding jetzt mal explodieren hier. Geht doch. Warten wir nochmal nach. Wir haben ja leider nur 5 Schuss im Magazin. Da hinten. Alter. Da, Nummer 6. Ich glaube, das wird nichts. Zumindest nicht ganz. Also, was die Gegneranzahl angeht, hier allein schon. Vielleicht hätte ich mir für die Aufgabe besser eine MK14 oder so geholt, irgendein PSG. Mit einer höheren Kadenz. Wer schießt da? Ach, deine Pistrohne. Oh.
Ja. Ich weiß, dass ich tot bin. Ja, ja, Naturtalent. Habe ich zwei Gegner mit Pistole ausgeschaltet. Als es nicht anders ging. Voll das Naturtalent. Und wir warten auf die Verarztung. Aber wir haben es überlebt, ohne zu sterben. Zwar knapp, zwar, aber... Ja. Hier nochmal nachladen, nur zur Sicherheit. Ich weiß nicht, wie viel ich verballert habe. Die haben sich wieder beruhigt. So halbwegs zumindest. Ich glaube, da unten ist ja auch noch so eine kleine... Ein kleiner Stützpunkt. Und auf jeden Fall auch noch ein paar Gegner. Er braucht hier nur Sichtkontakt. Irgendwie spackt die Kamera rum. Manchmal habe ich das Gefühl. Was ist denn heute mit dem Spiel los hier? Ach, das ist er. Oder rechts? Ich brauche nur Sichtkontakt, dann ist es vorbei! Ja, servus. Sehr gut gemacht. Nichts mehr. Drüben noch irgendjemand? Das sind die Leute in der Basis da unten? Ja, das sind die. Doch, nicht unbedingt. Zack, Nummer 1. Sind die? Greife den Feind an! Oh, das war nah. Wo ist er? Gut, da ist er. Moin! Oh, oh. Nein! Oh, Schild auf ist noch. Nein! Oh Gott, Unmörser. Das war's. Noch 10 Gegner fehlen. Äußerst ärgerlich. Aber einmal erste Hilfe von Fury und dann... Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Jo, ich geh mich erstmal... Oh, ich hab gar keine Bandagen mehr. Vielleicht... Ich glaube, ich stelle die Bandagen jetzt mal hoch. Ich meine. Im Endeffekt. Ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Verbandsmaterial, ja, manchmal. Viele, wie einige. Unbegrenzt. Unbegrenzt machen. Ich meine, das ist im Let's Play sowieso egal, weil ich da sowieso nicht zum Iva kumpele oder mir ein Fahrzeug irgendwie nehme. Deswegen mache ich das jetzt hier auf. Unbegrenzt. Weil, ja. Wer will das schon sehen, wie ich da eine halbe Stunde zum nächsten Biber kumpel, um mir da neue Bandagen zu basteln? Hätte ich schon viel früher machen sollen. Da. Moin. Hä, warum hat das nicht gezählt? Der hat gar nicht gezählt. Ich hatte 10 Kills. Zählt er nicht? Der zählt, gut. Vielleicht, weil ich durch den Zaun geschossen habe. Sauberer Schuss, Ghost. Das so. Oh, nachladen. Schlecht. So, dann haben wir 14. Fehlen noch 6. Zählt der Mörser als Gegner eigentlich? Zählt er nicht. Scharfschütze? Oh nein, Raketenschütze, okay. Volltreffer, Baby. 5. 4. Wie kann jetzt scannen? Das ist sehr gut. Könntest du jetzt mal machen? Könntest du sie gerade mal tun?
Frei. Nehmen wir den Heli. Ich bin mal so frei. Nehmen den Heli. Und guck, wo es noch ein Gebiet gibt, wo noch drei Gegner sind. Ah, zwei Gegner habe ich mit Pistole getötet. Hätte ich gebrauchen können. Wer auch immer da drin ist, ist frei. Und dann nicht mehr genügend Gegner. Ah, moin. Was weißt du denn? Achso. Okay. Kann man das überspringen? Ach verdammt, man kann es gar nicht überspringen. Ich werde nur ein einziges Mal fragen. Oh, wo ist Walker? Mehr hat man mir nicht gesagt, wirklich. Achso, das reicht schon. Aber die Mission werde ich ja hier in diesem Spielstand eh nicht machen. Ich habe diesen Spielstand hier ja nur für die ersten... Jetzt bin ich auf den falschen Sitz eingestiegen. Ist nicht. Ich habe diesen Spielstand hier ja nur, um die ersten 10 Klassenlevel zu machen. Eventuell 11, je nachdem. Und die Level bis 20 werde ich dann ja auf meinem Hauptcharakter machen, dem ich auch alles freigeschaltet habe. Und guck mal, da haben wir auf jeden Fall ein paar Gegner. 3 Stück brauchen wir. Huch! Was war das denn? Nummer 1. Nummer. Oh, 2. Ich wollte halt nicht den Raketenrucksack treffen, aber. Ich gehe noch einen einzelnen, damit die jetzt nicht direkt da Alarm schlagen. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Ah, da im Häuschen. Nummer 3. Und damit sind wir auf Level 4. Nice. Länger gedauert, als ich dachte.